Ja, hallo und herzlich willkommen zu Spessart im GDE. Ja, hier ein dreitagiges Volk im Oktober. Was ist hier passiert? Ganz einfach. Was ist passiert? Hier unten, dieses Volk, oder es war ein zweitagiges Volk, war stark mit Varroa belastet. Es wurde ganz normal behandelt, es fielen nach Varroen, es war scheinbar Varroa frei. Doch, wie gesagt, böse Nachbarn oder wie auch immer, Reinvasion. Also immer Aufmerksamkeit walten lassen, auch im Spätsommer und im Herbst. Was habe ich gemacht? Ich habe es nochmal behandelt. Natürlich Winterbienen, AD, da ist nicht mehr viel. Man kann das Volk auflösen, zum Beispiel die Biene, die Königin rausen, die Bienen von ein anderes Volk kloppen oder so. Ich habe mich für was anderes entschieden. Ich habe dieses Volk mit einem starken Ableger vereinigt. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, welche Königin nehme ich? Nehme ich die unten, die mit Varroa belastet war, oder nehme ich die frische Königin? Ich habe mich für die Königin unten entschieden, ganz einfach. Ich hatte die schon vorgeprüft. Und ich wollte den verlieren, also habe ich oben auch eine Reinzuchtkönigin verkauft und habe einen Ableger vereinigt. Wie habe ich ihn vereinigt? Ich hatte keine Kamera dabei, ich habe heute auch keine Kamera dabei, ich filme hier mit dem Handy. Zeitungspapier, paar Löcher rein und den Ableger ohne Königin oben drauf gesetzt. Und natürlich noch gefüttert, weil dieses Futter für das eine würde nie für beide reichen. Deshalb habe ich hier nochmal gefüttert und jetzt schauen wir uns mal an, was daraus geworden ist. So, wir nehmen mal die Abdeckung ab. Wie gesagt, das sehen wir. Es wurde im Prinzip kein Futter mehr abgenommen. Okay, gucken wir uns trotzdem das Volk nochmal an. Wie gesagt, das Volk hat kaum noch Futter abgenommen. Jetzt bleibt für uns nur eine Entscheidung zu treffen, geht das Volk noch über den Winter, lösen wir es auf, hat die Vereinigung geklappt, schauen wir mal. Hier oben sind noch Bienen. Trotzdem mal oben ab. Und wir sehen, oder sehen wir es nicht, mal gucken. Wir sehen, die Bienen haben da ein Loch rausgefressen, um sich zu vereinigen. Was ich jetzt mache, ich werde alle Waben, die leer sind, hier unten rausnehmen, um eventuell Waben von oben hier einzufüllen, um mir ein sozusagen überwinterungsfähiges Volk zu basteln. Die Bienenmasse unten hat zugenommen und eventuell stellen wir auch nochmal das Futter oben drauf. Hier ist eine leere Wabe, also fast leer, da ist ein bisschen Futter drin. Stellen wir mal neben hin. Auch ein bisschen Futter, nicht der Rede wert. Hier ist Futter, hier ist Futter, hier ist Futter. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben Mitte Oktober.
das Brut nochmal Vollbrut angesetzt. Hier auch. Frischer Pollen. Also die Vereinigung hat geklappt. Die Bienen sehen auch wieder gesund aus. Ganz im Gegensatz, ich habe es nicht gefilmt, wie das Volk vor diesen Maßnahmen aussah. Was wir nicht gesehen haben, ist eine Königin. Na gut, vielleicht ist sie oben drin. Guck nochmal. Da haben wir noch verkrüppelte Bienen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Die sind halt jetzt hier noch geschlüpft. Also bei diesem Volk bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wir haben verkrüppelte Bienen hier. Aber das sehen wir spätestens, wenn es bis dahin überlebt, bei der Winterbehandlung, wie viel Varroen denn da noch fallen werden. Ich werde berichten. Okay. Schauen wir uns erstmal oben um. Auch sehr schwer. Wahrscheinlich haben sie das Futter gar nicht gebraucht, aber wir sehen mal, wir gucken mal. Nichts. Und jetzt kommen wir zum Ableger. Da ist aber auch noch nichts. Machen wir die weg. Futterwabe. Also ich tendiere dazu, dieses Volk auf einen Raum runterzusetzen. Und die Königin ist nach oben gewandert. Hier ist die Königin und hat hier nochmal alles voller Brut gemacht. Also es hat ihr wirklich gut getan, hier nochmal so einen Schub mit diesem Ableger zu bekommen. Hier auch. Okay, was tun, sprach Zeus. Wir werden diese nicht, diese haben wir mal raus. Ich werde diesen drei Waben, gegen die drei Waben, die ich vorhin gesetzt habe, hier reinbasteln. Und zwar direkt ans Brutnest. Ich habe gesagt, hier ist keine Brut. Ja, jetzt werden sie narrisch. Wir dürfen nie vergessen, welche Jahreszeit wir haben. Oktober. Und wir basteln hier noch ein Volk zusammen. Also hier haben wir Brut. Das ist die Randwabe der Brut. Die setze ich auch mal hier rüber. Das ist Futter. Nur gucken, dass die Königin dabei ist. Hier ist sie nicht.
Doch, hier ist sie. Ganz vorsichtig ran. Die Königin ist safe. Aber die war aber noch raus. Futter, die können wir vielleicht später nochmal gebrauchen. Im Moment nicht. Und hier haben wir noch Brot. Setzen wir auch dazu. Angerückt. Und hier haben wir noch Futter. So, jetzt haben wir doch ein schönes, das mache ich nochmal raus, damit ich hier die Bienen nicht quetsche. Haben wir doch ein starkes, überwinterungsfähiges Volk, das wir notieren. Gut, die ist schwerer. Nehmen wir die. Dass wir notieren für die Winterbehandlung, damit wir da mal beobachten, wie viel hier fällt. Und ob das überhaupt funktioniert, was man jetzt hier zusammengebastelt hat. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich das Futter nochmal da oben drauf stellen. Ganz klarer Fall. Und der Dinge harren, was da noch kommt. Jetzt habe ich hier noch Bienen. Hier noch runterkehren. Die Bienen gehen immer da, wo es warm ist, zum Beispiel auf meine Hand. So. Ja. Harren wir der Dinge. Okay.